Die haben mich geführt, der hat mich Stock gehabt. Und du dir dem zum anderen, dass wir einen Mehlstall auftreten, der hat auch am gescheitsten Sprenger. Gut, der hat geworden, der hat Sprenger. Und der dreht den Sprengstoff gleich. Ich lade, zünd die Schnur an, gerade da. Und dann ist sie angezündet. Und in dem Moment kommt Großmutter, kommt eine beschütte fast dahinter. Mit einer Wüsse, die früher die Wärtsäppe noch der Schürtli festig sind, oder? Ohne Spülung, oder? Hätte die Großmutter einfach aufs Zügel müssen in diesem Moment. Und die Knechte haben gerufen, Großmutter, Großmutter, Achtung! Großmutter hat keine Angst, da ist hinten, da hat auch einen Sohn noch gehabt, die sind zu Hause. Wo sie stehen, wie sie stehen, hat sie geklebt. Der Mischlock ist verflogen. Die Cheese, die Häuser, ja, die Lade sind auch noch gegangen. Das Tür, ja, mit dem Herz, die alles schön drin. Du, jetzt haben wir Bonnet. Großmutter steht auf. Macht eine Sache, aber nicht zwei, oder? Und dann sieht sie, dass die Knechte zugeschaut haben. Du meinst sie, wenn er mir eine Woche hin abwehrt.
Die anderen zwei sind zu Bär. Und dann sind die da gegen Abend bei der Hütte zu und dort wollen wir übernachten. Du, haben sie zu Nacht gegessen und haben gerade alles gegessen bei den Wurstchen. Du siehst den einen zum anderen, die nehmen wir morgens 9 Uhr. Und dann sagt der andere, ja, was ist denn wenn wir das tun wir nicht für uns einfach teilen, oder? Du siehst die Räder geworden. Der, der den schönen Strom hat, der kann man morgen die Wurst essen. Gut im Bett. Und morgen im Bier ist einer gewacht und dann hat er einen geweckt. Gut, habe ich einen schönen Strom gehabt. Und sieht einen Wasser. Ich bin vierstellig Richtung Himmel gefahren, in den Kutsche, oder? Und eben dann ein Zwängerli. Du siehst diesen. Ja, ja. Ja, ich sehe gar. Du hast nicht gedacht, du kommst sowieso nicht mehr zurück. Wir fressen die Wurst.
ein kleines dann auf. Hey, kommen wir jetzt runter oder soll ich aufgehen? Danke schön, Sie sind die ganz schöne Pfeife. Ich bin Giovanni Cordelli von Langenau. Muratore di Marassi. Schon viele Jahre di Marassi, glaube ich. Die grosse Familie mit den Kindern, aber habe ich nicht mehr ganz in der Kontrolle. Wenn ich dann in Ferien, Gran Canaria oder Torino, habe ich manchmal schon ein bisschen ins Kiel. Drei oder andere Bilder mehr ein bisschen. Heute, ich muss etwas sagen. Kurz, warum ich danke. Auf die Baustelle, wenn ich komme, mache ich eine Karriere, weil sie nicht ein gutes Sound haben. Mach einen. Dann polieren meine Bücher. Seht ihr, Giovanni ist ja nicht, es ist ja nicht ein guter, viel zu langsam. Aber wenn schon nicht ein Sound hat, dann muss ich es machen. Aber hier ist ein Anfang mit der schönen Karriere, ja? Haben Sie gut. Dann war ich gegangen, am Abend zum Chef. Chef, mir sagen, Giovanni, du musst am 6. den Beton machen. Eine Kubikmeter Beton, oder? Dann ich sage zum Chef, du Chef, wie weiß ich schon, was ich bin, oder? Oder was ist der 6? Das ist der Villa. Gut, ich bin gegangen mit den Lieferwägen auf Kissen, den Beton holen. Nach etwa angehalten, Stunde kommt es zurück. Leer. Oh, na Chef, und mir sagen, was ich hier nicht tun muss. Na, ich sage, du Chef, ich weiß nicht, kann ich nicht dafür. Ist der ganz grosse A7C. Fertig, Beton. Jetzt ist mit dir auch fertig, du schon mal. Affa! Hat er mir eine Gründung geschrieben? Nein, und der nächste Problem, ein grosses Problem. Oh, soll ich meine Frau, wie soll ich das meine Frau sagen? Keine Arbeit mehr, du Scheissdreck. Ich komme heim, ich gehe innen, nein, es ist eine grosse, ganz grosse Porzellanvase sind. Ich natürlich ein bisschen nervös, oder? Hat das Frauen versäumt, oder? Nein, ich komme an, ein Wasser. Wasser geht aber. Herzlichen Dank an Jodenklub von der Musik und vom Duett, dass wir an diesen CD-Aufnahmen mitwirken. Es ist für uns alle ganz ein tolles Erlebnis und wir werden gerne auch später mit Freude daran zurückdenken. Auch einen schönen Dank an dich, Edith, für die lehrreichen Sehübungen, die wir mit dem Duett schon bei dir erleben können. Und wir freuen uns auf die weiteren Sehübungen mit dir. Ja, ich möchte natürlich den Dank allen anschliessen, aber ich möchte gleich jetzt auch noch einmal danken, aber sicher meine Jodenkollegen hier, für die gute Zusammenarbeit, die wir hier und auch am TZ und Duett und dem Schweizerölli Freunde Hogant für die Hilfe für die CD aufzunehmen. Ich möchte Ihnen recht herzlich danken. Und als Dank, wie man sieht, wir vergeben allen Mitwirkenden auf der CD an so einen Tonträger. Liebe Konzeptsucherinnen und Konzeptsucher, der Vorstand hat einen Auftrag gegeben. Er hat gemeint, in dieser Zeit sollen wir die ersten Verkaufsverhandlungen führen mit euch. Also, im Sinn von unserem Motto Musik verbindet, und gerne wieder, kaufen den CD, dann sind wir gerne bei euch. Wenn ihr möchtet, ja, oder vom Buhnbach, das Duett, das TZ, oder die Schweizer Röderin Freunde, die gehen und hören. Nach dem Konzert kommen wir dann mit der Karette bei euch vorbei. Und statt
dass ich wie sonst eine Tombola anpreise, sage ich. Greife kräftige Karette. Jeder Home ist ein toller Treffer. Übrigens müsst ihr dann mal dort in den Tisch abräumen, dass wir dann mit der Karette da hin und her lesen. An dieser Stelle hat der René recht herzlich Dank euch. Ich hätte mir ja die 10 noch hier gar nie machen können. Was sie alles geleistet hat, schon für uns die Lieder und Jungs einstudieren, wir sind eigentlich nicht Ringgamer. So. Aber sie hat sich immer erst gegeben mit uns. Und als Dank, wo ist der Beizi? Als Dank haben wir gedacht, wir geben einen Kredit. Hier das Brett, das schön gebrannte Brett. Herzlichen Dank mit unserem CD-Foto drauf. Edith, merci vielmals. Miriam Schafroth erklingen. Viel Vergnügen.